Hallo aus dem lokalen Organisationskomitee des Weltjugendtages Krakau 2016. Mein Name ist Vicky und das ist eine Minute WJT. Der Weltjugendtag bietet ein volles Programm. Um diese besondere Woche gut miterleben zu können, ist ein gutes und gesundes Essen das A und O. Pilger, die sich für das Paket mit Verpflegung entschieden haben, erhalten täglich 2 Essensmarken. Restaurants, Bars, Kantinen und Verpflegungsmobile, die am Weltjugendtagsprogramm teilnehmen, werden mit entsprechenden Hinweisen versehen. Außerdem wird eine Auflistung in einer mobilen App zur Verfügung stehen. Die Pilger erhalten ebenfalls Marken für das Mittag- und Abendessen am Samstag sowie für das Frühstück am Sonntag. Diese werden als Lunchpakete auf dem Weg zum Ort der Vigilfeier, dem Campus Misericordia, eingehändigt. Die Gruppen, die sich für ein Paket mit Unterbringung entschieden haben, erhalten ihr Frühstück in der Nähe der Unterkunft. Diejenigen Personen, die einer speziellen Diät bedürfen, erhalten ein spezielles, ihren Bedürfnissen angepasstes Paket. Es ist wichtig, dass die Teilnehmer eine ausreichende Menge an Nahrung und Wasser erhalten. Aus diesem Grund wird es über die Stadt verteilt viele Punkte geben, an denen die Pilger kostenlos Wasser erhalten. Auch auf dem Campus Misericordia werden Wasserflaschen verteilt, sodass jeder Pilger ausreichend Flüssigkeit bekommt. Das war eine Minute WJT mit den wichtigsten Infos zur Verpflegung. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, schick sie uns. Wir bitten dich weiterhin um dein Gebet für uns. Wir sehen uns nächste Woche.